Herzlich willkommen hier auf meinem Channel Landauer TV. Was kann es anderes geben, wenn es den Warntester gibt als Crazy Cheese? Im Moment in aller Munde. Ich konnte nicht widerstehen, habe mir wieder heute drei Sorten gekauft, davon eine bereits im Test gehabt. Ich probiere es aber heute mit einem Getränk. Aber kommen wir vielleicht zuerst zum Käse. Nun, ein Käse, der Tradition hat bei Crazy Cheese, ein Klassiker ist dieses Käseprodukt, der geile Bock. Es gibt den geilen Bock in verschiedenen Variationen und ich habe mir heute den geilen Bock genommen. Geiler Bock Deluxe mit Trüffeln. Trüffeln ist nicht so mein Favorite Ding, aber trotzdem, wir werden jetzt probieren. Ebenfalls am Start ein neues Chutney. Das Chutney, das perfekte Chutney für den Käse. Rocker Pear with Portwein. Also die Rockerbirne mit Portwein. Bin ich schon gespannt auf dieses Chutney. Aber zuerst den Käse ohne Chutney. Der geile Bock Deluxe. Das ist übrigens ein Ziegenkäse. Aber das Gute ist, der schmeckt gar nicht so wie Ziege, wie es der Herr Lodomirska immer sagt. Der schmeckt gar nicht so wie Ziege, weil der Ziegenkäse ja offensichtlich nicht sehr beliebt ist. Der geile Bock Deluxe mit Trüffel. Ja. Da kommt schon die Reifedauer zum Vorschein. Das ist ein Käse, der offensichtlich, ich schätze mal, 7-8 Monate garantiert gereift ist. Jetzt kommen die Trüffel hervor. Einen Trüffelgeschmack muss man sich echt gewöhnen. Es ist nicht jedermanns Sache. Trüffel ist etwas ganz Exklusives. Ja. Man sieht ja, 200 Gramm gekauft. Und jetzt die Probe mit dem Chutney. Ja, schauen wir mal. Kommt ein bisschen so Jelly-mäßig rüber, dieses Chutney. Raus kommt sehr marmeladig rüber. Ich habe zu viel genommen. Aber der Portwein kommt auch. Also diese Portweinnote, die kommt wirklich super rüber. Nochmal. Man glaubt nicht. Ja, geile 500er Servietten. Der Portwein. Absolut delicious. Der Portwein. Machen wir noch einen. Da kommt sowas von treffend mit der Birne rüber. Eine super Kombination. Sensationell. Noch einmal. Weltklasse. Ich kann euch sagen, schwerst zu empfehlen. Der geile Bock Deluxe Trüffel in Kombination mit dem Rockerbirne Portwein Chutney. Am Anfang süß die Birne. Aber dann mit dem Käse kommt der Portwein sowas von punktgenau rüber. Ein Gedicht. Sensationell. Absolut delicious. Und dazu gönne ich mir heute ein Red Rose Bier zum ersten Mal.
Red Rose Bier, das sprudelt da schon ein bisschen drüber. Ich bin da ganz gespannt auf dieses Bier. Red Rose kostet einen 10er, ist nicht günstig, ist kein Einsatz oder irgendwas. Werden wir jetzt auch probieren. Bin normal kein Biertrinker, aber da hat man. Da hat man sofort den Rosengeschmack und den Rosenflavor gespürt. Ist nicht so meins. Wie gesagt, ich trinke kein Bier eigentlich. Aber zum Käse, warum nicht? Na, ich sage, Red Rose Bier in Kombination mit dem geilen Bock Deluxe Trüffel. Absolut delicious, eine sensationelle Paarung. Das Chutney würde auch perfekt auf einen Streichkäse passen. Es ist fast wie eine Marmelade. Ich sage euch eins, Leute. Deckt sich ein mit Käse. Es kommt jetzt wieder die kühlere Jahreszeit. Und ja, macht euch einen gemütlichen Abend mit eurer oder mit eurem Liebsten. Ja. Dazu jeder Flasche Red Rose Bier. Ja. Ich liebe es. Ja, die Rose kommt rüber. Und das Bier, dieses passt fast gar nicht zusammen. Weil Bier ist eher für was, ja. Aber die Rose, die hat wirklich etwas Elegantes. Etwas, ja, Verführerisches. Ja. Aber ich werde keinen mehr verführen. Ich werde heute nur mehr den Käse aufessen. Ja, der ist geil. Ja. Es war schon wieder. Bis zum nächsten Käsetest hier bei Landau TV. Viertel und wieder schauen.